dein eigenes Land! In Katakata! Das ist ja nicht mal. Ah, sehr gut. Und damit herzlich willkommen zum Nosterafu Gamescom 10 Jahre Special. Ich habe keine Ahnung, worauf es hinausläuft. Ich habe das Intro gemacht. Das war jetzt einfach Impro-Comedy. Ach so, okay. Und los. Erinnerst du dich noch damals bei Detroit Become Human, als wir das schlechteste Cosplay aller Zeiten gemacht haben? Ja, also ich glaube, wir können das noch unterbieten. Es gibt da so ein geiles Katzenspiel. Stray heißt das. Oh! Und zack, Katze. Du siehst so gut aus. Jetzt komm, das ist richtig geil. Ganz gutes Cosplay. Jetzt mach doch mal, komm. Mach mal Miau Miau jetzt. Miau, komm, oder Miau, was? Miau, 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 Miau. Es gab ja jetzt spontan so einen neuen Trailer zu Dead Island 2 und in der Gaming-Szene wird gerade heiß diskutiert, ob China mit Taiwan Dead Island 3 plant. Können Sie dazu was sagen? Gar nichts zu sagen. Können Sie nichts zu sagen? Nein. Vertraglich oder wie ist das? Am besten jemand von Staff fragen. Sie sind nicht Staff? Doch. Finden Sie Winnie Pooh in Ordnung? Ja, sehr gut. Sehr gut. Stehe ich hinter. Stehen Sie hinter? Sie von TikTok, sind Sie eher dafür, dass Hongkong frei ist oder nicht? Ja. Ja, okay. Das finde ich interessant. Sehr gut. Vielen Dank für Ihren Mut. Findest du Winnie Pooh gut? Nein. Okay. Weil der die Wahrheit unterdrückt oder warum? Unter anderem, ja. Zum Beispiel die Situation mit den Uiguren natürlich auch nicht ganz angenehm. Okay. Ja. Interessant. Das Gerücht geht in der Gaming-Szene, dass Ghost von Tsushima vom Tenement Square Massaker inspiriert war. Weil da die ganzen, also von den Leichen, die Geister quasi. So weit bin ich da nicht drin. Also nicht. Ich arbeite nur dieses Mal für TikTok. Ah, okay. Ich bin da nicht so, in dem ganzen. Also einmal und nie wieder, so quasi. Das weiß ich nicht. Okay. Also vielleicht nochmal, aber jetzt gerade für TikTok. Okay. Ist das mit den Uiguren auch so eine einmalige Sache oder ist das längerfristig? Das ist nicht schön, so eine Frage zu stellen. Das ist nicht schön? Das ist echt keine schöne Frage. Ist es schlimmer, diese Frage zu stellen oder schlimmer, diese Leute einzusperren? Beides ist
ist sehr schlimm. Beides ist sehr schlimm. Beides ist sehr schlimm. Und deshalb, ich finde, über dieses Thema so zu reden, ist echt nicht. Also lieber totschweigen quasi. Nicht totschweigen, aber nicht so über das Thema reden. Oh, ich habe euch da gar nicht gesehen. Wir haben über die Jahre hier sehr viele krasse Aktionen gemacht. Aber ich denke, das hier wird das Fass sprengen. Es ist wirklich der heftigste Prank, der jemals von einer Person auf der Gamescom gemacht wird. Und ich hoffe, die Messe ist bereit. Ich bin für den hier. Ich glaube, der gewinnt. Ah, hatte ich recht, ja. Oh, ey, Mann, ey. Ne? Ist ganz schlimm jetzt hier. Mit der Zeit gehen ist ganz schwer und so. Gell? Ja. Redest du mit mir oder mit der Kamera? Was soll denn das jetzt schon wieder? Es ist halt echt finster, weißt du? Die Leute werden immer jünger. Ja, wir nicht. Und man muss irgendwie am Zahn der Zeit bleiben. Also ich würde das gut finden, wenn du jetzt einfach mal mit der Jugend engagest, ja, mit den Hey Fellow Kids. Und so ein bisschen herausfindest, was die so geil finden und so mal reinfühlen. Xbox Series X. Apex Legends. Hallo Bres, seid ihr kurz bereit zu smashen? Das wäre wild. Wie steht ihr zum Thema TikTok? Nehmt ihr gerade einen TikTok? Kennt ihr diese TikTok Shuffle Dances? Könnt ihr shufflen? Kennt ihr ein gutes Lied? Was läuft denn gerade so im Radio bei euch? Du siehst so aus, als hättest du Little Fortnite Skins. Ihr hört doch sicherlich so Jason Derulo, oder? So. Jason Derulo. Und dazu so Shuffle mal aus dem Bild. Die nimmt jetzt einen TikTok von uns allen auf und wir machen einen Stitch. Now I had the time of my life. Der Chef weiß Bescheid. Oh, I never felt this way before. Yes, I swear, it's the truth. And I owe it all to you. Hier gibt's leckere Wurst. Bisschen leckere Wurst. Verpasst. Currywurst, Pitpanier super. Und dünn. Bist du schon rum? Nee, du hast noch 20 Sekunden. Now I waited all along, I'm feeling so strong in me. Fortnite, etc. Ja, kannst du Fortnite? Ich weiß auch, das ist auch schon wieder für die Olds. Ja, aber ich habe Fortnite seitdem es rauskommt gespielt. Ja. Jetzt irgendwie so ein bisschen aufgehört, weil das Game so ein bisschen. Aber es ist für die Olds, finde ich. Also eher so für die Grandmas, Grandpas, ja. Grannies. Und Achtung, Rückschritt!
Trink Shot. Immer noch nicht. Trink. So, ich spiele gerne mal Red Dead Redemption. Ja. 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 Das ist ein bisschen mehr so. Ja, GTA, Ready Red, Horse, Car Things. Das sind mal die Raubüberfälle. Ja. AAA. Rockstar ist ja gar nicht da dieses Jahr. Störe ich gerade? Ich suche Jugendwörter mit S. Jugendwörter mit S am Anfang. Okay, sag ich dir, pass auf. Selfie. Leider nein, leider gar nicht. Probier es doch mal. Okay. 6. Leider falsche Leitung, ist aber auch nicht dabei. Oh, my mother's calling. Oh. Ja. Yeah. Süß wäre dabei gewesen. Was wäre dabei? Süß wäre dabei gewesen. Süß. Und der Stirnlappen-Basilisk. Ja, Stirnlappen-Basilisk. Wer kennt ihn nicht? Oh. Ja. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Selbe. Tschüss. Tschüss. So, jetzt komm her. Tschüss. Tschüss. Wir machen Video, wir machen die Straße. Stopp's. Ja, ich schwöre dir, kriegst du viele Leute. Ich probier's aus. Probier's aus, danke. Ja. Schönen Tag. Willst du auch gehen? Negativ überrascht sein. Du bist ein sehr positiver Mensch. Sind Sie mir am nächsten hier? Ich wusste es! Da ist er. Ich wusste es! Aber ja, da kommt er wieder. Ich habe euch sehr lieb. Moin. Hallo. 3 Jahre, wir haben so viel nachzuholen, ne? 3 Jahre, da musstest du dich. Vorsicht, euer Streamleuchten. Okay, dann auf jeden Fall schön, dass du da warst. Fall bitte nicht runter! Jedes Jahr kommt Nosferatu vorbei. Ja. Kleiner Applaus. Ein bisschen haben wir es auch vermisst, genau. Ein bisschen habe ich schon vermisst, vor allen Dingen, Ede. Aber das ist auch eine Freundschaft. Ja. Es gab eine Veränderung. Und ja. Und sorry. 2021 war ich auch nicht da. Wir haben nur Platz für einen Überraschungsgast. Ja. Hat leider nichts. Ja. Tut mir leid. Aber trotzdem schon ein kleiner Applaus. Also beim Fußball machen sie es wenigstens nackt. Ja, ne? Das stimmt. Dann kommt er schon wieder. Du warst doch eben noch da. Drei Jahre. Es tut mir leid. Kommst du jetzt dreimal? Ja. Kommt dreimal jetzt vorbei. Ich muss es nachholen. Es tut mir leid. Kommst du jetzt wirklich noch einmal vorbei? Er war doch der Dritte. Okay. War das denn? War das diese so Begeisterung? Ja. Mann. Ja. Hey! Oh Gott. Doch nicht runterjagen! So. Wie immer ein fantastischer Auftakt. Entschuldigung. Ja. Kann sich vielleicht deine Nummer haben? Meine Nummer? Ja. Ich kann dir mal Bier weglassen. Kannst du mir beim Streaming zugucken, wenn du magst. Willst du sie immer noch nicht? Ist das bescheuert?
schön. Da bin ich gehoben, die hat viele schöne Seiten. Die kannst du dir nicht ausmalen. Manchmal muss man leider für ihr Ausstrahlen vorauszahlen. Ich bin perplex, denn ich kenn sie detailliert. Doch sie wurde zum Sex von einem anderen animiert. Die so lange sicher bin. Lieber ein Strichmädchen anstatt einer Stricherin. Für mich muss mein Baby sich aufreizen geben. Gezeichnete Lady, nicht gezeichnet vom Leben. Es ist ein Segen, kein Fluch, wenn die Freundin erscheint. Denn ich lese sie wie ein Buch, ist da wirklich gemein. Von hinten nach vorn, von rechts nach links, skizziert davor, du kennst meine Kings. Zeichnungen von Hand sind die schärfsten von allen. Mal den Teufel an die Wand und ich werde ihn schon knallen. In echt läuft's leider mau. Das ist, weil man hört von keiner Frau, dass sie ein Entei-Senpai-Fan sei. Denn seine Eigenheiten scheinen keinem reifen Beinen scheinen schleimig gleiten lassen zu können. Adam hatte Eva, Faust hatte Gretchen. Ich aber brauch ein Anime-Mädchen. Auch Adolf hatte Eva und Fische haben Gretchen. Ich aber brauch ein Anime-Mädchen. Ohne Kleider, das Spektakel perfekt. Nein, ich hab doch jetzt leider einen Makel entdeckt. Ich hab zwischen ihren Beinen das Gekrakel gelenkt. Und es war in ihrer Scheide ein Tentakel versteckt. Ich betrachte dieses Tier, Angst in meinem Gesicht. Doch dann dachte ich bei mir, warum eigentlich nicht? In echtes theoretisch, vieles ethisch tabu. Doch synthetisch kommt täglich neuer Fetisch dazu. Der Sex ist ausrangiert, illustriert wird auch poliert. Bauch trainiert, ein Haupt schattiert und auch rasiert. Nicht durch Make-up outlaschiert, nur kaustaffiert. Und wenn sich dann doch die Frau massiert, wird sie ausradiert. Hat der Barmen mit dem Mageren genabere. Von den Namen waren Dramen, man verlagere es zu den Samen. Hat die Haberer Damen die Samen, die Sage bekamen. Und die warme Rahmen auf Namen. Amen. Adam hatte Eva, Faust hatte Gretchen. Ich aber brauch ein Anime-Mädchen. Auch Adolf hatte Eva und Fische haben Gretchen. Ich aber brauch ein Anime-Mädchen. Ich bezahl für meine Kicks Geld, suche Big Fat Hits, Made Wigs, schmelz die Fix, selbst Pixel Tricks mit Dicks, Welt, ich hab nicht nen Tricks, echten Sex, ein Schwanz der Fix, fällt nix, fällt ich Kicks, schnell's Matrix, Welt, X fällt. Los, komm schon, noch ein letztes Mal! Adam hatte Eva, Faust hatte Gretchen, ich aber brauch ein Anime-Mädchen. Auch Adolf hatte Eva und Fische haben Gretchen, ich aber brauch ein Anime-Mädchen. Bist du das jetzt schon wieder auf dem vierten Platz? Das bin ich. Das bist du. Ja. Du bist das. Ja. Der hier. Dann musst du dir mal Mühe geben. Guck mal da unten, du bist auf dem vierten Platz. Mein da Gott, steht es gerade. Da vorne, das ist der erste Platz. Der gibt sich halt richtig Mühe. Ja. Weißt du? Wer ist der Erste? Du bist der Erste. Du bist der Erste. Ja, du hast auch die richtige Ausrüstung dafür. Du kannst das richtig gut. Sehr, sehr gut machst du das. Da musst du aufpassen. Da kommt manchmal so ein Hund. So ein kreisrunder Hund kommt da manchmal. Da musst du wirklich aufpassen. Du musst du geschickt umfahren. Und hier der zweite Platz, der ist auch sehr... Das bist du jetzt quasi, ja? Du bist das. Dieser zweite hier, der Toad, das bist du, oder? Ja. Und du? Du bist halt richtig geübt. Du hast die Strecke schon öfter gespielt, oder? To what I am, pretending I'm a Superman.
wrong. Trying to make the answers more a maybe. And I'm so confused about what to do. Sometimes I wanna throw it all away. So here I am, growing older all the time. Looking older all the time. Dein bestes ASMR geben? Auf keinen Fall. Danke, perfekt. Oh, oh, mindestens Top 10 Ärsche auf der Gamescom. Das extra lange 10 Jahre Gamescom Special, wobei natürlich ein paar Jahre ausgefallen sind. Aber das ist egal, 2012 war das erste Mal. Vielen Dank an alle, die hier mitgemacht haben, an alle, die das möglich gemacht haben. Nicht zuletzt die Patreon-Supporter. Vielleicht wollt ihr jetzt nach diesem geilen Video auch endlich mal bei Patreon vorbeischauen oder in die geile Telegram-Gruppe reinkommen. Mir ist egal. In jedem Fall vielen Dank für die ganzen Supporter hier mit den extra Special 10-Tonnen. Oh, Saum. Vielen Dank. Endlich wieder Gamescom. Es war auf jeden Fall ein Fest. Sehr, sehr geil. Danke. Mehr Songs übrigens, wenn ihr Bock habt, auf meinem Kanal Robin Nosterafu. Auch deutsche Pranks sind dort zu finden. Guckt gerne da auch mal vorbei. Und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Und tschüss und so, ne? Patreon. Achtung, Trickshot! Im Versagen versagt!